So, da sind wir lieber mal die wieder, meine lieben Leute. Ich bin jetzt gerade aus dem Haus gegangen und habe diesen Dialog hier getriggert. Niki, hast du in letzter Zeit Zoe besucht? Ich bin mir sicher, dass Zoe sich freuen würde. Zoe gibt sich tapfer, aber jeder von uns geht anders mit der Präsenz der Dürre um. Lass uns schauen, ob wir bei irgendetwas helfen können. Naja, es ist schlau, gut mit der Person befreundet zu sein, die dich regelmäßig hunderte Meter über den Boden durch die Luft trägt. Genau, wenn wir nicht unterwegs sind, verbringt Zoe die Zeit im Schlafplatz. Sag Zoe Hallo, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Niki. Also ja doch, wir haben Arbeit. Wir haben Abend, eigentlich wollte ich ursprünglich schlafen gehen, war mir aber nicht mehr sicher, welche Tageszeit wir haben. Tatsächlich. Ich gehe jetzt auch mal Zoe hier am Schlafplatz besuchen. Hier so, Zoe. Hier irgendwie interagieren. Ah, hier interagieren. Was möchtest du tun? Ich möchte kuscheln. Die möchte immer noch kuscheln. Unsere liebe Zoe. Guck mal. Gott, ist das süß. Wie viel möchtest du kuscheln? Nochmal kuschel ich mit dir. Ihr seht, der grüne Kreis geht ganz langsam voll, aber sie möchte jetzt auch Zeit für sich. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt den Tag. Auch so richtig. Willkommen zurück, Niki. Danke. Schlafen wir mal. Weißt du, ich muss immer daran denken, dass unser armes Liebchen Niki nie einen Mentor hatte. Was für eine Schande. Nun, die anderen Alchemisten von Immerherz waren beschäftigt, Diara. Du meinst, bis sie aus der Stadt geworfen wurden? Es nützt nichts, darauf herumzureiten, Diara. Ich weiß, aber es bricht mir trotzdem das Herz alambik. Und die Situation der Gilde hat sich ja auch nicht verbessert, nachdem sie in diese Gasse gezogen ist. Sie haben ihr Bestes getan. Das waren für alle schwere Zeiten. Vielleicht kehren sie ja eines Tages zurück und helfen uns, unseren Lehrling zu führen. Vielleicht. Oder vielleicht wird unser Lehrling ihnen ein oder zwei Sachen beibringen. Die liebe Diara scheint sehr begeistert von uns zu sein. Oder nicht begeistert von den anderen. Ich müsste ja gesagt, ich kann es Ihnen ja auch nicht verübeln. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Okay, die Stadt ist ziemlich zufrieden. Kommen heute drei Leute an. Sehr schön. Diara scheint nicht so zufrieden zu sein. Aralyn, hi. Guten Morgen, Niki, guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nee, nee. Ich wollte mich nur für gestern bei dir bedanken. Das Haus, ich liebe es. Stimmt, du wohnst ja bei unseren lieben Freundin. Du bist einfach großartig, Niki. Hallo? Niki, bist du zu Hause? Oh. Das ist mein Bruder. Ich wette, Mama und Papa haben ihn geschickt, um mich zu suchen. Ich habe ihnen einen Brief dagelassen, bevor ich nach Alaria gekommen bin. Das reicht doch. Oder nicht? Wir sollten ihn reinlassen. Was möchtest du? Also sie scheint nicht begeistert zu sein, dass er da ist. Deswegen wird sie ihn nicht reinlassen. Aber ich denke, wir sollten ihn reinlassen. Er klingt wirklich sehr besorgt. Ich bin sicher, Oleander wird dir zuhören, wenn du nur mit ihm sprichst, Aralyn. Es wird alles gut, Liebchen. Wir sind alle bei dir. Sie klingt echt nicht begeistert. Ich bin hier, Oleander. Was ist denn das für ein Name, Oleander? Wir haben generell komische Namen. Aralyn. Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich euch allen solche Sorgen bereitet habe. Aber ich hatte Angst, dass sie Nein sagen würden, wenn ich mit ihnen sprechen würde. Außerdem, sieh nur, wie viel Neki getan hat. Ich möchte auch helfen. Ich möchte allen beweisen, dass ich alt genug bin, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Aralyn. Ich verstehe dich, das tue ich wirklich. Aber Mama und Papa wollen nur das Beste für dich.
Weißt du, Liebchen, manchmal sagen Eltern nicht gerade heraus, was sie denken. Sie sagen nicht direkt, dass sie möchten, dass du glücklich bist, sondern sie sagen, was dich ihrer Meinung nach glücklich macht. Ihre Vorstellungen von dem, was dich glücklich macht, sind vielleicht nicht immer richtig. Doch sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dich glücklich zu sehen. Hier zu sein, wieder zu Hause zu sein, das macht mich glücklich. Also will ich bleiben. Ich möchte Niki helfen und etwas bewirken. Unser Zuhause neu aufbauen. Gemeinsam. Es klingt, als wüsstest du sehr genau, was du möchtest, Adalyn. Dürfte ich vielleicht vorschlagen, dass ihr beide hier bleibt? Ich bin sicher, Niki hätte sehr gern wieder ein paar Freunde hier. Denkt ihr, wenn wir einen Brief an eure Eltern schreiben, wären sie einverstanden? Das ist eine interessante Idee. Ich glaube nicht, dass sie sich darüber besonders freuen würden. Aber ich denke, wenn der Brief von euch beiden kommt, wären sie einverstanden. Das könnte funktionieren. Eigentlich ist das perfekt. Oleander, du hättest doch sowieso gehofft, bald auszuziehen und einen Blumenladen zu eröffnen. Stimmt, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und du hast fast deine Bäckerausbildung fertig, nicht wahr? Genau. Wir sind vielleicht nicht sonderlich begabt, was Werkzeuge angeht, aber wir können beide auf unsere eigene Art und Weise etwas bewirken. Das wird wundervoll. Wieder Blumen im Haus zu haben, ein paar frische Kekse für den Tee. Hast du diese Entscheidung für Alaria getroffen, Diara? Oder für deinen Nachmittagstee? Wieso nicht für beides? Ja, wieso nicht? Ein Gewinn auf allen Ebenen. Vielleicht bist du etwas zu voreilig, Diara. Nun gut. Niki sollte Oleander helfen, sich hier einzuleben. Und dann trinken wir einen Tee. Sie sollten sich vielleicht auch mit dem Blumenladen und der Bäckerei bekannt machen. Das stimmt. Es ist in Ordnung, Niki. Es gibt keinen Grund zur Eile. Aber dann gehen wir in die Stadt. Du kannst mir alles zeigen. Wir können außerdem anfangen zu überlegen, welche Vorräte wir für die Geschäfte brauchen. Nice! Weise Oleander einen Blumenladen zu, weise Oleander ein Haus zu. Sehr schön. Jetzt ist der besorgte Bruder hier. Ich kann es nicht verübeln, aber Diara hat das sehr passend erklärt. Eltern sagen immer, dass sie das Beste für einen möchten. Und im Endeffekt sagen sie dann, die Immerlinge haben ihren letzten. Naja. Im Endeffekt sagen die so, jo, wir wollen nur das Beste für dich und so, ne? Und dabei fragen die manchmal nicht genau, was du eigentlich möchtest, sondern sie entscheiden einfach so, ja, was das Beste ist für dich, was dich glücklich machen könnte. Roxanne, ach du liebe Güte, ein Begrüßungskomitee, wie wunderbar. Ja, ich besuche dein hübsches Städtchen und habe viel Spaß dabei. Gasthaus. Okay, ich muss definitiv noch ein Häuschen bauen. Ich bin am Überlegen, ob ich die zwei Geschwister in ein Häuschen packe, weil das würde eigentlich ganz gut passen, und die zwei Gasthausmädels in ein Haus. Jetzt können wir erstmal hier was abholen. Wo ist es denn? Hier. Der wenig Sorgfalt, Liebe, wird der seltsam, bestimmt zu etwas Außergewöhnlichem. Jawohl. Und die Stadt. Ah ja, hier Freunde für immer. Kuschel mit Zoe. Eine Schneeflockentapete. Wie süß. Das heißt, wir bauen jetzt den Geschwistern erstmal ein Häuschen. Moira. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Moira. Das heißt, wir gehen erstmal in die Baumwelt. Können die denn auch erstmal. Was bist du eigentlich? Wer bist du? Ach, das war Oleander.
kann es kaum erwarten, dass der Blumenladen gebaut ist und er plant, die Blumen schon zu verkaufen. Der Blumenladen ist quasi da. Aber ich kann Oleander noch nicht zuweisen, ne? Doch. Sehr schön. Du warst die mit dem Gasthaus. Du könntest unsere Liebe. Ich habe den Namen vergessen. Unsere Kathleen unterstützen. So. Aber ich denke, wir schauen jetzt erstmal in unsere Baumwelt und verdienen uns noch ein bisschen Moira. Damit wir hier weiterbauen können. Ah, guck mal, was ist das denn? ist das ein kleines Häuschen? Was ist das? Okay, wartet mal. Erstmal hier kurz umgucken. Hallo Zoe. Bin ja jetzt hier überall fertig mit dem Teil der Baumwelt, ne? Und jetzt kam der neue Teil dazu. Der möchte spielen. Ich habe genau das Spielzeug gesehen. Die kleinen süßen Fluffies. Jetzt möchtest du gestreichelt werden. Genau. Ich hoffe, ihr zieht irgendwie in die Stadt oder so. Das wäre so cutie. Was ist das? Was ist das? Was bist du denn? Was möchtest du tun? Ein Kind kraulen. Oh mein Gott, bist du ein Riese. Oh. Kuscheln, wir kuscheln. Komm. Och ja. Oh Gott. Was bist du denn? Vielleicht geben die einem auch Items, wenn man mit dem befreundet ist. Wer weiß. So, Wolle oder sowas. Also das Vieh könnte mir aussehen, als könnte das Fell abgeben. Schütteln, schütteln, schütteln. Aufheben. Wir sammeln wieder ein paar Tröpfchen hier ein. Haben wir uns genug umgeguckt hier? Mal aufpassen, dass wir nicht runterfallen hier, so wie letztes Mal. Ja, ganz schön abgesegelt. Ja, aber es wächst stetig, stetig. Jetzt gucken wir mal, was in dem neuen Bereich alles gibt hier. Haufen zu tun wahrscheinlich wieder. So. Na, komm, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Wuhu. Pflanzen wir hier mal kurz die Samen. Nehmen wir wieder unsere Magic Gießkanne hier, die niemals leer geht. Die sofort Sachen wachsen lässt. So. Gucken wir uns mal hier um. Und das sammeln wir natürlich ein. Ich sehe jetzt mal tatsächlich mal sowas ein bisschen wie. Hat das noch mehr Sachen? Hupsi-dupsi. Alles einsammeln. Hier sind mal so ein paar mehr Sachen wie in Richtung Stein, Höhle, Erze, keine Ahnung. Bin mal gespannt. Was wir hier noch alles so entdecken. Vor allem wird mich interessieren, was das für ein Mini-Häuschen war, was wir da gesehen haben. Erstmal ja alles kurz und klein kloppen. Da hinten ist auch noch was. Das kann auch noch weg. Komm, kaputt mit dir.
Und nur mal drauf. So. Samen. Schön was pflanzen. Schön was pflanzen hier. Und wie schön. Ich find's cool. Egal welchen Tag man spielt. Also es ist nicht so eintönig. Wie jetzt, ich liebe ja die Harvest Moon Story of Seasons, so ist es gar nicht. Aber gerade die ersten Tage sind zwar arbeitsreich, weil man halt die ganze Farm erstmal so grundlegend aufbauen muss, also quasi Felder anlegen und alles, aber es ist doch sehr eintönig, muss ich sagen, wenn man dann quasi Tag ein, Tag aus das Gleiche macht und hier sieht man halt wirklich täglichen Fortschritt. Die Welt erblüht immer mehr, man stellt neue Areale fertig, also gerade aktuell ist das echt... mega viel und mega schön. Ich freue mich gerade hier immer drauf, das Game zu zocken. Es ist mega angenehm. Der Soundtrack ist auch mega schön, wenn man ihn mal hört. Er ist nicht so aufdringlich, dass der immer klingt. Der ist noch so ganz leise im Hintergrund tatsächlich auch. Kann ich wieder mehr gießen? Ernsthaft, du wolltest jetzt nicht? Und du willst wieder natürlich ein Lied haben. Na ja, ja. Was war das? Ein Fußabtreter. Einen wunderschönen Bogen. Was ist das eigentlich? Was ist das hier für ein Stein? Was ist das? Okay, also nichts wirklich Interessantes. Einfach Stein. So, tun wir hier mal. Aber ich finde es echt toll, hier jeden Tag rauszugehen, jeden Tag aufzustehen und dann zu sehen, was für Fortschritte wir gemacht haben, was es jetzt Neues gibt. Ist auch cool gemacht, dass man hier die schwarze Erde hat und wenn man das wegmacht, dann schwindet auch so dieser schwarze Dreck hier um die Pflanze, um diese schwarz verseuchte Erde quasi. Viel Mäurer einsammeln. Ja, man sieht hier echt täglich den Fortschritt. Das ist so eine schöne Sache. So, gießen wir wieder. Kloppen wir das wieder klein hier so. Brauchen wir gar nicht zweimal? Sehr schön. Na, da ist unser Kollege wieder, wer auch immer das ist. So, ich habe jetzt mal eine Woche Urlaub hinter mir. Geheimmenü. Detaillierte Liste von Backwaren. Oh, was für die Bäckerei. Okay, cool. Ich habe jetzt mal eine Woche Urlaub hinter mir. War jetzt heute den ersten Tag arbeiten. War ein bisschen unmotiviert wegen Arbeit. Dachte mir so ein bisschen so, ich habe eigentlich nicht wirklich Lust. Aber andererseits, wer hat Lust nach der Arbeit, nach dem Urlaub arbeiten zu gehen? Das ist so, ja... Jetzt waschen wir hier diese kleinen süßen Tierchen hier. Hüpf.
pflanzen wir noch was ein. So. So. Dann sichern wir mal hier vorne das Gras noch ab. Liebliche Blumentöpfchen. Okay. Dekoration für ein Haus? Keine Ahnung. Oder für am Haus? Ich glaube eher am Haus, also draußen. Was ist das? Schau mir das gleich nachher an, wenn ich draußen alles erledigt habe. Wer weiß, wo wir hinkommen dann. Hier habe ich jetzt nichts vergessen. Doch, hier. So ein Schutthaufen. Oh. Gute Zeiten. Pflanzentonikum. Nicht wundern, wenn ihr irgendwann was im Hintergrund hören solltet. Unsere Kätzchen ist mal wieder Meinung, sie muss ganz schlechte Laune haben und alles anknurren, was sie nur anschaut. Das ist, die hat wieder ihre komischen Phasen. Ich weiß auch nicht. Weiter so, Lehrling. Wir haben es fast geschafft. Ja, wir haben es auch gleich geschafft. Vielleicht ist das... Oh ne, warte, ich sollte das kleine süße Ding nicht hauen. Hupsi dupsi. So. Das noch anpflanzen. Das noch anpflanzen. Dann gießen wir die zwei noch. Da hinten leuchtet noch was. Und dann dürfte es das eigentlich schon gewesen sein. Was ist das denn hier? Das kann ich betreten. Warte mal, ich mache das hier schnell fertig. Dann gucke ich mir die Sachen hier gleich mal nach und nach an. Jetzt bin ich doch neugierig, was das ist. Da wohl immer länger wohnen? Wäre schon Cutie. Oder irgendwas anderes? Zwerge. Elfen, Feen. Keine Ahnung. Irgendwas. Das hier scheint wohl auch so alte Ruinen zu sein, so ein bisschen. Klopp mal noch ein bisschen drauf. So. Machen wir hier den letzten. Und ich glaube, das war's dann. Gießen wir den Quatsch noch? So. Ich kann hier nichts mehr sehen, um das du dich kümmern müsstest, Lehrling. Sehr schön. Ja, finde ich auch. So, dann gucken wir uns das hier mal an. Was ist das denn? Dann komme ich hier irgendwo hoch. Jawohl, hier komme ich hoch. Scheint so ein altes Gebäude auch zu sein. Was ist das denn? Aha. Aber ich kann hier nichts irgendwie machen. Aha. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, schon vielleicht ein Rätsel wäre das, wenn ich hier drauf war, müsste so, merkt ihr das und betätigt die, aber. Nee, irgendwie nicht. Okay, dann gucken wir uns das mal an hier. Betreten. Und Zwerg! Oh, der scheint nicht begeistert zu sein, dass wir hier sind. Ja, der schimpft. Oh, wir sind hier alles gut. Ich geh mal. Okay. Der ist nicht begeistert, dass wir da waren. Und oh Gott, wir haben alles kaputt gemacht an seinem Haus. Ich kann es ihm nicht mal verübeln. Aber wir haben Sachen bekommen. Oder wir haben ihn beklaut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, wir haben ihn nicht beklaut. So, was ist das? Treten.
Was ist das denn hier? Ein Hammer, ja, hauen wir doch mal drauf. Ich gebe das ja was Schönes. Abbaupunkt. Bester Bergarbeiter. Juhu, eine Bergmine. Noch mehr Abbaupunkte. Oh mein Gott, ist das cool. Ich finde auch diese Podeste mit den Springern süß. Bodenbonbon. Edelstein. Okay. Oh. Das war ein Fail. Mal, vielleicht muss ich hier. So, und dann so, und dann so. Ach, sehen wir doch. Zibulite. Oh, ein, Gucken, ob sie den zweiten Ausgang hat, vielleicht. Ich weiß es nicht, oder ob das einfach nur so ein Rundumkurs ist. I don't know. Aber die ist cool gemacht, die Mine hier, so mit diesen Seen, Pilzen. Detailverliebtheit. Ach Gottchen. Ja, da sind ja die Minen und Harvest Moon Witz dagegen, ne? Meine, klar, wir haben nicht so viel Abbaupunkte, aber. Oh mein Gott, ist das Cutie. Zwei, drei. Eisenerz. Jawohl, ja. Versteinerter Zahn. Ach, dann da wohl sein Zähnchen verloren. So, so sind wir jetzt hier. Was ist das denn? Moment, erstmal hier noch umgucken, bevor wir weitermachen. Ich habe da aber schon was erspäht, was mein Interesse geweckt hat. Also hier ist nichts mehr. So, das ist eine Tür. Definitiv, safe ist das eine Tür. Richtig ist. Keine Ahnung. Warte mal. Vielleicht sollte ich die so hauen, dass ich da vielleicht drüber springen kann. Wie wäre die Option? Ich sehe nämlich hier schon das Podest. So. Das heißt, ich hau die jetzt einfach mal in gerader Linie, dass ich da drüber schubsen kann, um dann weiterzukommen hier. So. Das ist noch ein Abbaupunkt. Nehmen wir auch noch mit. Jetzt. Oh, das war zu weit gesprungen. Tatsächlich springt die sehr gut hier, muss ich sagen. Und das sieht doch nach Schatztruhen aus. Was ist das denn? Okay. Also ich sehe gerade, sind ein paar Sachen, die mich irritieren. Ich habe dieses Werkzeug nämlich nicht, was ich dafür brauche. Das heißt, ich komme in diese zwei Kisten nicht rein und ich muss definitiv nochmal wiederkommen.
Ich bin gespannt, was da drin ist. Weil dieses Werkzeug habe ich nicht. Das heißt, aber wir gehen jetzt mal wieder aus der Höhle raus, weil wir haben sie jetzt quasi fertig. Und ich frage mich, was da drin ist. Und vor allem, ich bin gespannt, wie viele solche Höhlen wir noch entdecken werden. Rückweg noch ein bisschen umgucken, ob ich irgendwas übersehen habe hier so. Und die haben auf alle Fälle nur einen Ein- und Ausgang. So, gehen wir hier. Hier ist auch unser Ein- und Ausgang. Noch irgendwas übersehen? Ne, sieht nicht so aus. Oh mein Gott, wir haben unsere erste Bergarbeitermine gefunden. Nice, da ist sie. So, finde ich das schon mal sehr gut. Wir haben hier wieder ein riesiges Areal für die Welt bekommen, ne? Ich bin auch gespannt, was das damit noch auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Also, ich hätte erst wirklich gedacht, dass es ein Rätsel ist, aber das scheint es nicht zu sein. Aber ich glaube, dieses Leuchten war noch sehr wichtig. Und wie ich mich kenne, vergesse ich das wieder. Warum das, wie das geleuchtet hat. Also, ja. Ist hier noch irgendwas zum Abernten, so ein bisschen an den Büschen oder so? Ich sehe jetzt nichts. Zoe, bring uns mal nach Hause. So. Aber die ist jetzt tüchtig gewachsen, die Baumwelt, muss ich sagen. Fisch, das heißt, wir kriegen definitiv auch noch einen See. Oder sowas. Puzzles. Okay. Ach nein, ich habe Kreis gedrückt. Ja, nein. Ich will doch weg hier. Das geht so nicht. Muss runter in die Stadt. Jetzt kann ich hier nämlich bauen. Und wir bauen jetzt erstmal, wir haben nämlich jetzt ganz viel Geld bekommen auch. Bauen jetzt noch ein kleines Haus, nämlich für unsere lieben Geschwister. Bauen wir das hin. So. Sehr schön. Kann ich das jetzt zuteilen? Ich mache die Geschwister nämlich in ein Haus. Das ist, glaube ich, mir lieber. Interagieren. Oleander. Wer bist du eigentlich? Oh, hey, ich sehe mich gerade nur um, aber wenn ich irgendetwas Bestimmtes brauche, kann ich immer zu dir kommen. Stimmt's? Stimmt. Der würde auch gerne am Gasthaus arbeiten, aber weißt du, ich habe darüber nachgedacht, einen Stadtgarten in meiner Nachbarschaft anzulegen. Ich habe gehört, dass es hier einen gibt, also bin ich hergekommen, um all eure besten Ideen zu klauen. Nett? Wer sagt, dass du unsere Stadtideen bekommst? Die Ideen von unserem Stadtgarten. Das ist. Nein, nein. Das finde ich jetzt nicht nett eigentlich. Eigentlich ist das so gar richtig gemein. Ideen klauen wollen. Ich glaube, ich spinne vor allem, weil eh keiner in dem Stadtgarten arbeitet, soweit ich weiß. Was ist das hier denn? Das ist ein Schild von dem Blumenladen? Betreten. Leander, arbeitest du jetzt hier? Kann ich hier was machen bei dir? Hallo? Hallo, Leander, sprechen.
Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir etwas bewirken. Okay, der scheint echt. Okay, Persönlichkeit gütig und Eigenschaften guter Modegeschmack. Also ja, Kreativität 9. Also wenn der nicht im Blumenladen arbeitet, weiß ich auch nicht. Dem scheint es echt zu gefallen. Aber natürlich ist es auch sein Traumjob. Ich finde es gut, dass man den Traumjob sieht. Ich will es den Leuten auch so gut wie möglich ermöglichen, ihren Traumjob zu machen. Ehrenchef. Felsbrockenblecher. Die Wahrscheinlichkeit, Felsbrocken mit weniger Schlägen zuzutrümmern. Das ist auch nice. So eine aufgelevelte Fähigkeit quasi. Das ist cool. Kann ich noch was bauen in der Stadt eigentlich an Gebäuden? Ich meinte, ich könnte mal unser Café und so platzieren. Bäckerei haben wir gebaut. Ein Café vielleicht. So. Ach, die hat da ihre Wäscheleine hingestellt. Ich glaube, ich spinne. Hat die da einfach eine Wäscheleine hingestellt? Ich finde das Café hier hochzubauen eigentlich auch keine schlechte Idee. Café neben dem Stadtgarten? Oh, da kann man schön was trinken, ne? Finde ich. So, im Stadtgarten gehen und es gemütlich trinken. Und dann hier ins Café. So. Aber was ich als nächstes definitiv machen will, worauf ich ein bisschen sparen werde. Die hat echt hier einfach hier die Wäscheleine platziert, ey. Wäre diese Ruinen hier loszuwerden, diese hier. Weil unsere Immerlinge sind ja gerade nicht beschäftigt, aber dafür brauche ich 540 Meurer. Das heißt, ich muss ein wenig sparen. Sparen, sparen. Damit ich das voll bekomme. So. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, noch nicht so ganz. Baue. Ja, die Vielfalt habe ich bald fertig mit den 6 Gebäuden. Und das andere dauert noch ein bisschen tatsächlich, aber kriege ich auch bald fertig. So ist es gar nicht. Jetzt kriegt erstmal Oleander sein Haus. Hier für das Café haben wir niemanden, ne? Moment. Interagieren. Angestellte zuweisen. Ernährung, ja. Arbeitet in Kathleens Gasthaus. Arbeitet in Kathleens Gasthaus. Ja, ich werde Drew dann aus dem Gasthaus, denke ich, rausnehmen und dann die andere Person da drin einquartieren quasi. Wenn ich dazu Lust haben sollte. Also die Farben stehen echt im Gebäude sehr gut. Tatsache, so. Dann gucken wir mal in unser eigenes Häuschen. Gucken wir mal, was Tiara und Alambic zu sagen haben nach unserem ereignisreichen Tag. Meine, wir haben ja auch viel getan heute. So, Alambic, ich habe noch ein bisschen was. Ist nett von dir, zu Hause vorbeizuschauen. Aber wie du sehen kannst, geht es uns beiden gut. Ja, das ist toll, dass es euch gut geht. Ich habe hier Sachen für dich im Korn. Keine Ahnung. Die Erze will ich mir eigentlich ein bisschen. Hier, hauptsächlich gewöhnliches Material, das hauptsächlich benutzt wird, um Bügeleisen herzustellen. Ich will das tatsächlich ein bisschen aufheben, das Material, weil wer weiß, für was ich das noch gebrauchen kann. Deswegen hebe ich das jetzt einfach mal auf.
Mal gucken, vielleicht brauche ich es ja noch für irgendwas. Vielleicht kann ich irgendwann Werkzeuge selber herstellen oder so, wäre auch cool. Essenzen sind die Bausteine aller Dinge dieser Welt. Es ist also mehr als praktisch, immer ein paar dabei zu haben. Aber nimm dir immer so viel aus deiner Welt, wie du brauchst. Jawohl, ich habe 100 Essenzen. Eine orange Tapete. Und den Bau. Bescheidene Expansion. Shopping, Restaurants, Hamburger. Wir müssen die Stadt erweitern, um all diese extrem notwendigen Dinge genießen zu können. Jawohl. Wüstenlaternenmasten. Okay, cool. So, dann würde ich sagen, wir beenden mal den Tag hier und gehen schlafen. Glaubst du, dass all das Moira, das hier rumfliegt, den Immerbaum hilft? Das muss es, ganz sicher. Und nun, unsere Samenwelt gedeiht prächtig. Und wir haben ein lebhaftes kleines Dorf errichtet. Eins, das die Leute tatsächlich besuchen wollen. Vergiss nicht, dass die Dürre auch zurückgedrängt wird. Oh, stimmt, das auch. Es wäre wundervoll, wenn die Leute sich dadurch wieder mit dem Lied verbinden könnten. Ich bin sicher, das wird geschehen. Vielleicht morgen, aber zu gegebener Zeit. Aber vielleicht auch morgen. Ja, gut. Ja, ich glaube nicht, dass es morgen ist, aber ich gebe allem Big gleich. Zu gegebener Zeit wird es, denke ich, auch passieren. Alambic, hast du diese seltsamen Leute mit dem Zelt da draußen gesehen? Oh, meinst du das Zelt, das voller Weltraum ist? Der echte Weltraum in einem Zelt? Ja, die habe ich gesehen. Ich hatte Sorge, dass sie uns etwas verkaufen wollen, doch stellte sich heraus, dass sie so etwas wie kosmische Festtage veranstalten möchten. Kultureller Austausch? Wie nett! Über welche Art von Festtagen sprechen wir denn, wenn ich einmal wie eine Piraten sprechen darf, da holt mich der Klabautermann. Bis jetzt hat sich nichts in diese Richtung ergeben, aber ich schätze, dass sie das ja noch ist noch jung, Niki. Sei ein Schatz und forsch mal nach. Das Festzelt befindet sich auf dem Stadtplatz. Schauen wir uns das mal an. Ein neuer Tag, ein neuer Schritt nach vorn, zumindest für uns. Genau, bereit zum Einfordern, die Vielfalt. Und ich würde sagen, wir starten dann das nächste Mal wieder in unsere Stadt. Mal gucken, was heute abgeht. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ihr Lieben.